weiß nicht, wie der VW California innen aussieht, ich zeige es dir. Der VW California ist eigentlich ein normaler VW-Bus mit Aufstelldach. Eine Küche mit Kühlschrank wurde ebenfalls eingebaut. Eine Toilette für Notfälle ist auch vorhanden. Eine Roomtour wäre übertrieben. Du siehst einfach meinen Malinois-Welpen und mich im VW-Büssli in einer 2-Minuten-Sequenz vor dem Spazierengehen. Das schaffst du bis zum Ende des Videos. Bleib dran! Obwohl alles beengt aussieht, hat man im VW-Büssli mehr Platz als in einem Kastenwagen. Der Kastenwagen ist natürlich größer und höher. Aber die Liegefläche für einen Hund ist kleiner. Im VW California kann sich mein Hund richtig ausbreiten und ausstrecken. In der Nacht schlafe ich oben. Der Hund hat den ganzen unteren Fahrzeugraum für sich alleine. Mit dem VW-Büssli komme ich an Orte, wo die großen Wohnmobile nicht hinkommen. Leider gibt es nämlich immer mehr Verbote und Höhenbegrenzungsschranken. Die kann ich mit dem VW-Büssli umgehen und erreiche so die schönsten Plätze. Der normale Wohnmobilist geht von Stellplatz zu Stellplatz oder verweilt auf einem Campingplatz zusammengepfercht mit anderen. Das ist doch keine Freiheit. Den Campingplatz buchen muss man inzwischen auch noch. Da würde ich lieber in ein Hotel gehen und bin mobil. Mit dem Wohnmobil bist du dann auf dem Campingplatz gefangen und bist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen oder auf das mitgeschleppte Velo. Mein Schlusswort: Wohnmobilfahren ist nur in den Hochglanzprospekten schön. Die Realität sieht anders aus. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Und jetzt noch ein Abo dalassen. Tschüss!